Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, so schön könnte das Jahr 2020 weitergehen. Alle drei vor einer Woche vorgestellten jugendlichen Miezen haben neue Reviere gefunden. Das ist für sie ein großer Lebensgewinn, denn sie können den Frühling in Freiheit genießen. Heute werden zwei Fundkatzen vorgestellt, damit sie hoffentlich von ihren Besitzern erkannt werden. Die schöne Tricolor-Katze ist wie bei der Dreifärbung immer ein Mädchen und wurde in der Arche Noah auf ungefähr 1,5 Jahre geschätzt. Sie wurde zwischen dem 6. und 7. Januar in Bienstedt gefunden und zu ihrer Sicherheit ins Gothaer Tierheim gebracht. Ihr Wesen ist sehr menschenbezogen und verschmust. Vielleicht war die Mieze schon länger unterwegs, denn in ihrem Fellchen hatten schon Flöhe ein Zuhause gefunden. Für die Glückskatze, wie die Dreifarbigen auch genannt werden, wird der Besitzer gesucht. Außerdem wurde am 7. Januar in der Clara-Zetkin-Straße in Gotha Siebleben ein weiß getigerter Kater gefunden. Das Katerchen ist kastriert und wird auf ungefähr 2,5 Jahre geschätzt. Man kann erkennen, dass die Kastration noch nicht sehr lang her ist, sagt Tierheimleiterin Katrin Mattes. Das Katerchen hat einen alten Bruch an einem Vorderpfötchen. Er kann damit nicht richtig auftreten, kommt mit 3 Beinen aber sehr gut zurecht. Schmerzen hat er mit der alten Verletzung auch keine mehr. Auch dieses Katerchen ist mit den Menschen sehr vertraut und hat oder hatte mit Sicherheit ein Zuhause. Mit seinem eher seltenen Handicap wird er hoffentlich von seinen Menschen erkannt und schnell abgeholt. Natürlich gefällt es den beiden in Gefangenschaft gar nicht und sollten sich keine Besitzer melden, suchen sie dringend neue Reviere.